herzlich willkommen beim nettesten Meinungsbürger der Welt und auch herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und mal sehen, was uns diesmal der Hund auf den Teppich gemacht hat. Es geht mal wieder um unseren neuen besten Freund Julian Zietlow und weitere Provokationen in Richtung Alina Schulte-Imhoff. Und die haben es in sich. Und das so, ja, wenn man im Nebensatz hört man das raus. Das, er sagt nicht direkt Alina, aber er haut Gemeinheiten raus und ihr könnt gerne unten reinschreiben, wenn ihr das auch so empfindet und Punchline unten reinschreiben. Das würde mich sehr freuen. Und wenn wir wieder die 300 Likes oder wenn wir sogar sehr gut sind, die 400 Likes schaffen, würde ich mich auch sehr freuen. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr um 20 Uhr einschaltet, so gegen 20 Uhr mir überall folgt, damit ihr es auch mitbekommt, weil die Glocke hier nicht immer funktioniert. Dann mache ich wieder einen Livestream. Wir werden quatschen über Gossip und wir werden auch reacten danach im Anschluss. Also ich freue mich sehr auf euch, wenn ihr einschaltet. Lassen wir uns ein bisschen es gut gehen und den Sonntag werden wir dann miteinander ausklingen am Abend, ja, zur Primetime. Und wenn wir sogar auch jetzt hier, wenn einige Zuschauer mich gern sabbeln hören und die Gossip lieben, dann seid ihr genau richtig. Wenn wir die 32.100 heute schaffen, wir sind kurz davor, würde ich mich auch sehr freuen. 50% gucken mich immer noch ohne Abos. Ja. Und das ist schon ziemlich traurig. Aber ansonsten, ja, genug Werbung, fangen wir an. Ihr seht hier, Julian Zietlow hat dieses Bild gepostet, was wir auch schon in der Story besprochen haben. Und dann, ja, postet er Folgendes dazu. Ich hoffe, ich werde bald wieder so schön gesund wie hier, als ich einfach nur noch für immer einschlafen wollte. Vielleicht darf ich dann meine Kinder wiedersehen. Also direkt an Alina gerichtet, ja, an die Community. Hat auch relativ viele Likes bekommen, also fast 10.000. Dann, aua, so war, Julian, wir stehen hinter dir, Bro, 100%. Du siehst jetzt 10 Jahre jünger aus. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Also es gibt immer mehr Leute, die stehen jetzt voll hinter ihm. Und man hat ja, wenn ihr das Video gesehen habt, ja, also guckt in die Playlist, wenn ihr das verpasst habt, böse Nachrichten für Alina Schulte-Imhoff. Da sieht man auf ihrem Profil, da hat sich das komplett gedreht. Und ich sehe auch in den Kommentaren, dass sehr viele jetzt pro Julian Zietlow sind, gerade was die Kinderthematik angeht. Unterstütze ich das auch, aber generell sollte man das große Ganze nicht vergessen. Ja, dass er natürlich auch wirklich sehr egoistisch ist und eigentlich die letzten Monate nur Blödsinn gebaut hat, ja, und sehr provokant war, ist natürlich auch sehr fies. Dennoch muss man auch sagen, anscheinend gibt es da halt diese Vorgeschichte mit Alina und die scheint nicht sonderlich nett gewesen zu sein, auch für ihn, nicht? Und von daher nehmen wir das Popcorn raus und haben einfach Spaß dran, ja. So jetzt auch gleich in der Story und da hat er Punchlines, ja, wie gesagt, schreibt mal Punchline unten rein, wenn ihr das auch so seht, die es in sich haben, so im Nebensatz, ja, sagt, ja, er hat ja noch nie neben einer Frau außer Kate geschlafen, die ihm in der Nacht auch Kraft gegeben hat, also die haben immer nur Kraft entzogen, ja, und das ist ja schon sehr fies, wenn du 18 Jahre mit einer Frau zusammen warst, verheiratet und zwei Kinder, ist sowas zu sagen, ja, das ist dann die erste Punchline, dann gibt es aber auch eine Punchline in Richtung, ja, Süßmittel, ganz schrecklich für ihn, ja, gönnen dir das Stück Kuchen, ja, und den Zucker, so im Nebensatz, aber damit ist natürlich auch die ganze Supplement-Riege und Rocker Nutrition auch gemeint, die nun hauptsächlich auch mit Süßmitteln arbeiten. Ihr spricht auch ja von diesem Proteinquark, ja, mit diesem Geschmackspulver, was auch sehr am Hype war, wo ich auch nicht so viel von halte, aber er sagt ja auch nochmal ganz klar, ja, Quatsch, so mehr oder weniger. Ja, und das ist dann auch schon sehr fies und könnte natürlich auch einige zum Umdenken bringen, die bislang die Produkte von Rocker oder anderen Firmen gekauft haben, die vielleicht mit Süßmitteln und anderen Dingen arbeiten. Ja? Ich muss auch selbst für mich sagen, ihr könnt das gerne natürlich auch blöd finden. Ich habe mich so ein bisschen umgewöhnt. Also ich habe auch eine ganze Zeit lang immer diese Zero-Getränke getrunken. Mache ich auch ab und zu noch. Also ich habe auch immer mal was da, wo ich dann sage, okay, noch eine Dose mehr. Ich brauche jetzt einfach diesen Geschmack. Aber ich muss sagen, ich gönne mir mittlerweile wirklich gerne die Dr. Pepper oder Cherry Coke oder normale Cola oder mal so ein paar Werthers echte Original Karamell Bites oder mal eine Tafel Schokolade und ziehe mir das rein, genieße es oder mal so eine Packung Milka Tender nebenher, ja, und dann haue ich mir das rein und gönne mir das und dann weiß ich, okay, jetzt habe ich schon gesündigt, aber irgendwie fühlt man sich danach sehr, sehr gut und ist excited. Und wenn mich das excited und mir gut tut in dem Moment, dann gönne ich mir das. Ja, ansonsten versuche ich einfach durch mehr Sport mein Gewicht ein wenig zu mindern. Aber wie gesagt, ich esse natürlich auch Obst oder andere Sachen, auch gesunde Sachen mal. Ja, also, aber nur, dass ihr versteht, also ich bin so ein bisschen auch davon weg,
alles da irgendwie zu ersetzen und zu sagen, also das ist so meine Ersatzdroge für mich. Ich rauche und trinke zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, ganz selten mal, ja, wenn Geburtstag ist, trinke ich mal was, so alle paar Wochen. Ansonsten, oder auf irgendwelchen Feiern, aber jetzt nicht jede Woche. Ja, klar kann es auch mal im Sommer mal ein, zwei Wochen hintereinander sein, aber dann ist man wieder 4 Wochen Pause. Und Rauchen habe ich noch nie gemocht, von daher ist das so mein Ersatz. Und da sehe ich auch gar kein Problem hinter und das gönne ich mir, da fühle ich mich wohl, das macht mir Spaß. Ich lebe dann damit, dass ich dann das Sixpack nicht erreiche, aber wer braucht das schon, ne? Wenn man ein ganzes Fass haben kann, ne? Wie war der Spruch? Egal, auf jeden Fall ist es so, wie es ist und kommen wir wieder zurück zu ihm. Auch am Ende haut er dann nochmal so ein paar Gemeinheiten raus, dass er ja auch ewig gebraucht hat, aus dieser Hölle rauszukommen und so froh ist. Und das sind natürlich alles Bösartigkeiten, die es in sich haben. Aber seht erst mal selbst, was er alles so zu erzählen hat. Ja, richtig. Dazu auch noch Projektor. Das heißt, wenn ich in den Raum gehe, spüre ich die ganzen Energien, kann mich in Menschen unheimlich gut hineinversetzen und deren Schmerz spüren. Das heißt, wenn ich nur mit Menschen umgeben bin, die immer negativ sind oder immer nur im Schmerz, dann nehme ich das auf und fühle das als mein Schmerz. Und das raubt mir komplett die Energie. Darum ist es für mich zum Beispiel unfassbar wichtig, oft alleine zu schlafen. Kate ist die erste Person, die, wenn sie neben mir schläft, mir keine Energie raubt. Und dennoch muss ich ab und zu alleine schlafen. Ja, das heißt, wenn ich auch eine Lilly sehe, die mir sagt, Papa, ich vermisse dich so sehr, ich brauche dich so sehr und ich nicht zu ihr kann, dann fühle ich ihren Schmerz und das durchschießt mich wie nichts anderes. Yes. Und deshalb durfte ich gerade auch sehr viel Emotionen laufen lassen, nachdem ich mit Lilly telefoniert habe. Ja, das ist halt die absolute Gefühlswelt. Ne? Diese Sternzeichen, mein Sternbild mit dem Projektor, die absolute Gefühlswelt. Deshalb macht es auch überhaupt keinen Sinn, sich zu vergleichen oder irgendwelche Vorbilder zu haben. Denn du wirst mit einem Sternbild, mit einem Human Design und so weiter geboren, was deine Fähigkeiten, Skills und so weiter sind. Das heißt, du hast keine Schwächen, die du ausgleichen musst, die dir die Gesellschaft eintrichtert, dass du etwas erreichen musst, dass du anders werden musst, egal was es ist. Selbst wenn es eine Verhaltensstörung, eine psychische Krankheit oder irgendetwas ist. Das ist das, womit du geboren wurdest und du musst nichts ausgleichen. Sonst wirst du nie im Moment sein, nie wissen, dass du genau jetzt richtig bist, sondern immer etwas erreichen zu müssen, um der Gesellschaft zu genügen. Umgebe dich mit den Leuten, die dich so lieben, wie du bist. Erst dann kannst du deine Wahrheit teilen, aussprechen, was immer dir auf dem Herzen liegt und du wirst dafür nicht akzeptiert oder toleriert, sondern supported und respektiert. Aber Julian, was ist mit dieser psychischen Krankheit von dem und dem und dem und dem? Habe ich nicht gerade gesagt, kein Vergleich? Nur auf sich schauen. Wir verbieten uns Dinge, weil wir denken, aber was ist mit dem und was war mit dem früher und dem? Das ist alles irrelevant für dich. Du bist der Spieler deines Lebens. Das heißt, du hast gewisse Fähigkeiten, du hast gewisse Challenges und du hast Excitement für gewisse Dinge. Was ist denn, wenn jeder seinem Excitement? Mach doch einfach. Mach doch das, was dich excited. Und denk doch nicht daran, was würde passieren, wenn alle es tun. Das wirst du noch früh genug sehen. Was passiert, wenn niemand seinem Excitement folgt? Das sieht man jetzt. Oh Mann, Julian, jetzt fängst du auch noch mit Sternbildern und Human Design und so weiter an. Also noch mehr in die ESO-Schiene kann man da nicht abrutschen. Wenn es sich für dich gut anfühlt, ist es gut. Wenn es sich für dich nicht gut anfühlt, dann ist es im Moment nicht gut. Ich bin nur ein sogenannter Permission Set, der eventuell dir dabei hilft, etwas in dein Unterbewusstsein reinzupflanzen oder sogar in dein Bewusstsein und du nach und nach dafür aware wirst und dann das auch in dein Leben integrierst. Das musst du aber nicht. Es gibt kein schlecht oder gut, kein richtig oder falsch. Es gibt deinen Lebensweg und den darfst du bestreiten, wie du willst. Ja, aber dem und dem ist das passiert und dem ist dann das passiert. Der und der hat das genommen und ist dann das und das. Bleib bei dir. Fühlt es sich für dich gut an, ja oder nein? Dir können noch so viele wissenschaftliche Studien vorgelegt werden. Wenn es sich nicht gut für dich anfühlt, lass es sein. Wenn der Arzt das und das sagt, es aber sich nicht gut für dich anfühlt, dann ist es nicht gut. Du kannst dir selbst vertrauen, dass du weißt, was gut für dich ist. Aber Julian, was ist, wenn es sich für jemanden gut anfühlt, dir auf die Fresse zu hauen? So sei es. Das heißt doch nicht, dass ich das akzeptieren muss oder das respektieren muss. Das heißt, dass darauf doch Konsequenzen folgen dürfen. Das heißt, ihr vertraut anderen nicht, dass sie das tun, was sich gut für sie anfühlt, weil ihr euch selbst nicht vertraut.
ihr fangt an, an euch zu zweifeln und dann über den Verstand zu gehen und anzufangen, gesellschaftlichen Druck, das, was euch als Kind beigebracht wurde von Eltern, Lehrern und so weiter, als bare Münze zu nehmen und euch im Herzen nicht mehr zu vertrauen, dass wenn ihr nach dem Gefühl geht, ihr genau das Richtige für euch tut. Weil ihr ja den Vergleich habt mit anderen, weil die Welt ja so schlimm ist und ganz viele schlimme Sachen passieren, dass man das nicht darf, sondern das kontrollieren muss. Am liebsten die Emotionen kontrollieren, sie nicht laufen lassen. Was meint ihr, warum ich von zu Tode betrübt zu unfassbar, mir geht's unfassbar geil bin? Weil ich die Emotionen laufen lasse und danach ins Gefühl komme, dass die Welt in kompletter Anarchie enden würde und wir alle unglücklich wären und die Apokalypse bevorsteht, wenn wir dieses und jenes tun. Das wird uns von diesem Spiel hier eingetrichtert. Das ist die Challenge, das ist die Aufgabe im Leben. Ohne Schuld und Scham sich das vom Leben zu nehmen, was man braucht, was man will. Und jeder sucht nach einer Purpose, einer Guidance. Das bist du. Das bist du. Welches Buch kann ich lesen, das? Welche Religion kann ich endlich angehören, das? Du hast alles hier drin. Das, was als erster Impuls kommt, ist genau das, was du willst. Viele fühlen das nicht mehr, weil sie nicht mehr fühlen kommen können, weil sie nur noch in den Emotionen sind. Wie kommt man ins Gefühl? Relaxen. Nicht mal eine Stunde irgendwo hin. Komplett relaxen. Unter anderem über und so weiter und so weiter. Wie kommt man ins Gefühl, ist die einzige Frage, denn dann wird euch beantwortet, was ihr jetzt wollt. Julian, sei doch endlich wieder so und so, ja, damit du das und das. Nein. Wenn, dann Gedanken komplett streichen. Wenn das, dann das. Du weißt gar nichts. Ich weiß gar nichts. Wir können nur im Moment entscheiden, was das Beste für uns ist, wenn wir im Gefühl sind, dieser Guidance einfach komplett vertrauen, in die Erfahrung gehen, denn nur so bekommst du Selbstvertrauen und das führt zu Selbstliebe, dass du dir in jedem Moment das gibst, was du brauchst. Du wirst so dann auch deine Kinder erziehen, dass sie sich in jedem Moment das geben, was sie brauchen. Oder sollen sie auch kontrollierende, kieferbeißende Arschgesichter werden? Ist das das Ziel? Sie werden nichts anderes machen als du. Sie werden sich über ihre Kinder identifizieren, ihre Kinder an erster Stelle setzen und keine freien Wesen werden. Ich weiß, was ihr alle insgeheim denkt. Freiheit gleich Julian Zietlow. Nehmt's euch. Wie soll ich als Mutter von 8 Kindern, alleinerziehend, in 100 Stunden die Woche arbeiten, ins Gefühl kommen? Oder soll ich einfach abhauen nach Kopangan oder sonst irgendwas? Wenn dann. Geh doch einmal ins Gefühl. Mach es doch einmal. Ja, aber ich habe keine Kohle dafür. Du kannst dir nicht für 50 Euro eine Babysitterin holen, die einen Tag aufpasst. Du kannst nicht an Zigaretten, Zeitungen, irgendetwas sparen, damit du dir einmal das gönnen kannst, einmal ins Gefühl zu kommen. Nein, es gibt die Opferrolle wieder, wo nur gesagt wird, wie soll ich das denn machen wie du? Da soll ich einfach meine Familie verlassen oder was? Dann leb weiter. Dann mach doch den Scheiß weiter. Blamest du dich auf mich? Leb es doch weiter. Leb doch, wenn es so geil ist. Mach es doch. Oder geh einmal ins Gefühl. Hab einmal den Arsch in der Hose. Kieferknacker immer, Alter. Nussknacker. Ich komm rein. Wer sagt denn das? Wer hat das denn in deinen Kopf gepflanzt, dass du dir nicht mehr jeden Tag ein Stück Kuchen gönnen darfst? Wenn du etwas mit Liebe isst, bekommst du Liebe zurück. Wenn du es mit Emotionen isst und dann Schuld und Scham empfindest, bekommst du Emotionen zurück. Bodybuilder, die ihr Essen, es muss funktionieren, aus Emotionen essen, bekommen nur Emotionen zurück. Wenn du aus Liebe isst und deinem Körper zuhören kannst, und das kannst du nur, wenn du im Gefühl bist, wird er dir genau sagen, was du wann brauchst. Darum ist es ja so verrückt, so viel Süßstoff zu fressen, um sich Süße im Leben zu geben, ohne im Endeffekt die Konsequenzen zu tragen. Du wirst so viel Süße über Zucker oder sonst was zu dir nehmen, wie du und dein Körper benötigen und brauchen und wollen, wenn du im Gefühl bist. Ansonsten wirst du nur Süßstoffzeug konsumieren und dir immer wieder das Gefühl von Süße geben, aber immer nur Emotionen bekommen. Typische Situation, Netflix an, Quark mit Geschmackspulver anrühren und sich Süße im Leben geben, plus Ablenkung, um nicht in die Emotionen reinzugehen, das durchlaufen zu lassen, auf sein Leben zu schauen. Das sind genau die Dinge, die euch davon abhalten, durch die Emotionen zu gehen. Das Leben ist voll damit, mit Dingen, ob nun Konsum oder sonst irgendwas, um nicht durch die Emotionen zu gehen.
die Medizin, von der ich in den letzten Tagen gesprochen habe, bringt dich nicht dazu, wegzugucken, sondern durch die Emotionen zu gehen, um danach ins Gefühl zu gehen. Alle anderen Sachen, die als gut bezeichnet werden, die healthy sind oder sonst irgendwas oder keinen Zucker enthalten oder was weiß ich, bringen dich dazu, wegzugucken. Du wirst in der Lage sein, das zu konsumieren, ohne Dogma, ohne Grenzen, ohne alles, was dein Körper braucht. Alles andere wirst du nicht mehr mögen. Komme ins Gefühl. Diese Informationen wiegen erstmal relativ schwer. Ja, wo soll ich denn jetzt hier anfangen? Nein, nur der Moment, nur was dich jetzt excitet, von Moment zu Moment. Du kreierst deine Realität in jedem Moment neu. Ich hatte immer die Gedanken, aber was ist dann? Ich kann doch jetzt nicht alles bla. Es geht nicht darum. Es wird sich leicht anfühlen. Immer dann, wenn du im Moment bist und den nächsten Step gehst. Vielleicht mit einer minimalen Angst verbunden, mit einer minimalen, ach, aber es ist nur klein. Und es wird sich tausendmal besser danach anfühlen als vorher. Disziplin, Werte, Manifestation, alles Bullshit. Alles nicht im Moment. Bleibe im Moment. Manifestation wird von alleine channeln, wird von alleine kommen in dein Kopf und in dein Herz. Das musst du nicht aufschreiben, wie du sein willst. Alles Bullshit. Bleibe im Gefühl, probiere im Jetzt zu sein, relaxe und dann Step by Step, es wird sich leicht anfühlen. Oh, ich habe heute so ungefähr 50 bis 70 Hausfrauen-Mütter-Mafia-Nussknacker blockiert. Es ist so ein wundervolles Gefühl, sowas aus seinem Leben zu streichen. Und es ist auch in seinem Umfeld. Einfach diese Menschen, die nur kritisieren können, weil sie nicht auf ihr eigenes Leben schauen, sondern immer woanders im Salat reinmischen müssen. Einfach aus seinem Leben zu streichen. Ja, aber du brauchst doch auch deren Meinungen. Nein, nein. Keine Selbstzweifel. Ja, wenn man stark genug ist, dann hält man auch das aus. Nein, du bist deine Umgebung. Und wenn du dich mit diesen Leuten umgibst, dann wird dir immer wieder mit leichten, subtilen Kritiken vermittelt, du bist nicht genug. Nur weil sich dieser Mensch nicht liebt. Weg mit denen. Die können sich selber ihr Grüppchen bauen und dann sich beim Kaffeeklatsch gegenseitig den Arsch wund kritisieren. Das brauchst du nicht in deinem Leben. Block it. Und ganz besonders Frauen, die nicht im Gefühl sind, also nicht relaxen, nicht genießen, nicht auch mal im Chaos leben, die gehen in die Kontrolle. Das heißt, sie werden immer männlicher, mit männlicher Energie, Kontrolle, Disziplin, Organisation und so weiter. Ja, das drückt sich dann in körperlichen, psychischen Krankheiten aus, in diesen typischen auf die Zähne beißen in der Nacht, dafür gibt es eine Schiene. Anstatt ins Relaxen zu gehen, wird dann mit irgendwas probiert wegzugucken, wie zum Beispiel einer Zahnschiene. Was passiert dann? Der Mann wird immer weiblicher, die Frau wird immer männlicher. Es hält sich im Endeffekt die Waage und eine Waage ist Stillstand, vor allem in der Kiste. Das heißt, es gibt keinen Sex mehr. Das heißt, der Mann, ihm wird verboten, seine Emotionen auszuleben, nicht mehr aggressiv zu sein. Es ist ja ganz böse, als Mann aggressiv zu sein, womit ich nicht meine, dass er der Frau einfach mal eine Respektschelle gibt, sondern dass er einfach als Mann auch aggressiv sein darf. Die Frau wird immer aggressiver. Julian, ich muss kontrollieren, ich muss Organisation, weil mein Mann nicht, der geht nicht in die Männlichkeit, der macht nicht bla. Follow your highest excitement in every moment. Blick von dem Partner weg in die andere Richtung, deinem Excitement folgen. Nicht auf den Partner gehen. Das wird sich dann regeln, ob ihr zusammenbleibt oder nicht, ob du wirklich liebst oder nicht. Das ist alles erstmal hinten angestellt, hinter dein Excitement. Aber wie soll ich? Es wird doch dann zu. Das passiert dann. Ich habe Angst vor. Ja, wir alle. Wir alle haben unsere Brötchen zu backen. Was meint ihr, wie das für mich war? Was meint ihr, durch welche Schmerzen ich gegangen bin? Was meint ihr, wie ich auf dem Boden lag, gekrümmt und nach allen Göttern dieser Welt geschrien habe, damit es endlich aufhört? Follow your highest excitement in every moment. Geh aus der Opferrolle raus. Geh raus oder bleib drin und chill dein Leben. Viel Spaß dabei. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber das sind natürlich schon ziemlich deutliche Worte. Und ziemlich fiese, zwar so ein Nebensatz und natürlich ist Alina nicht direkt angesprochen worden, aber mit solchen Postings und generell verschiedenen anderen Dingen, die so passiert sind, muss man sagen, schwierig. Übrigens ist auch gerade Kates Account oder die Accounts auf Instagram von ihr gesperrt. Ich weiß nicht, blendet euch hier mal ein, weiß nicht, ob das jetzt für die nächsten Tage ist oder ob sich das schon wieder erledigt hat, wenn das Video online kommt, aber auf jeden Fall ist da gerade wieder was am Argen.
Und er feuert ordentlich raus und macht uns unser normales Leben madig. Mich triggert das jetzt nicht, weil ich bin ein glücklicher Mensch, aber es gibt Leute, die sind dann vielleicht irgendwie, fühlen sich da irgendwie getriggert oder geärgert. Manche geben ihm ja auch recht. Ich wäre sehr vorsichtig an eurer Stelle, ihm zu folgen, weil er kann gut reden, er weiß, wie er es verpackt. Und ich glaube, das Nächste kommt bei ihm, dass es Richtung Guru geht und wirklich die Leute versucht, immer weiter für sich zu gewinnen und dann wirklich vielleicht daraus noch so ein Business zu machen. Also seid ja sehr vorsichtig. Ich kann das nur sehr kritisch sehen. Ansonsten ist es für mich einfach Popcorn und Unterhaltung und ich berichte gerne drüber, weil es bei euch ja auch gut ankommt. Aber man sollte ja schon auch so ein bisschen Kritik hier walten lassen bei einem Gelächter und einem Gequatsche darüber. Ne? Sollte euch das jetzt hier noch mehr gefallen, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Folgt mir überall, lasst ein Like da und schaut gerne das letzte Video. Da gab es auch weitere Abrechnungen mit Alina Schulte-Imhoff und die haben es in sich. Also gönnt euch und wir sehen uns dann im Stream oder morgen wieder bei der täglichen Dosis Trash. Bis dann und ciao, ciao.